Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Ragi Grounded News zum Public Test 012. Update 012 steht in den Startlöchern und es gibt einiges zu entdecken. Und dazu wollte ich euch in dieser Folge einfach ein bisschen was erzählen. Das könnt ihr hier sehen. Ja, es wird neue Kreaturen geben, und zwar 10 neue Kreaturen. Es wird neue Items geben, neue Gegenstände, die man bauen kann. Es wird, hier könnt ihr das sehen, es wird die Möglichkeit geben, das ganze System besser zu einzustellen am Anfang. Man kann einiges voreinstellen, Schwierigkeit und so weiter. Das werde ich euch gleich alles genau zeigen. Und ein neues Peep-R-Feature. Das ist ein, ich glaube, das ist so eine Art Weitsicht oder sowas. Dann kann man in die Richtung gucken, um bestimmte Dinge zu finden, die man im Spiel normalerweise noch auf der Karte und so weiter nicht so gut sieht, um sich besser zu orientieren. Tja, im Moment läuft der Public Test und ich bin schwer dabei zu überlegen, ob ich nicht meine Welt mal in diesen Public Test reinbringe, um einfach euch zu zeigen, wo es dann geht. Das wird dann in dem nächsten Video geschehen. Dazu brauche ich noch ein bisschen Zeit, aber das wird sehr zeitnah sein. Darauf könnt ihr euch verlassen. Das wird sehr lustig. Ja, immer ist klar. Jedes Mal das Gleiche. Das schreiben die Entwickler ja jedes Mal, dass die Gebiete in aktiver Entwicklung sind im Moment und dass man natürlich, wenn man da baut, nicht damit rechnen kann, dass das nachher in den Release kommt, also in die Veröffentlichung, die normalerweise danach kommt. Das ist ja klar. Deswegen, wenn er das macht, seid vorsichtig und speichert eure Spielstände säuberlich. Das ist auch genau erklärt, wie es geht. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, das zu tun. Genau, wenn man es denn macht. Und es gibt auch noch einen Discord-Server, auf dem man dann Fehler melden und so weiter. Das hilft den Entwicklern ungemein. Das ist auf jeden Fall nett. Hier steht übrigens, wie man die Game-Save-Files sichert, wie man die wegsichert, damit man, wenn man das aufgespielt hat, die dann wieder zurücksichern kann, damit alles wieder so ist wie vorher. Macht das bitte genauso, wie es da drin steht. Das ist wirklich wichtig. Sonst, wenn er das nicht macht, dann ist alles kaputt. Ja, okay. Jetzt gibt es natürlich auch ein Xbox Insider-Programm. Damit bin ich aber nicht so bewandert, weil ich ja auf dem PC spiele, ja, und das gleiche gibt es natürlich auch auf Steam. Da muss man bei Steam auch eine Einstellung machen, damit man überhaupt diese Beta-Tests, also diese Alpha- oder Beta-Tests hier überhaupt bekommt. So, und jetzt wollte ich euch mal eine ganze Menge erzählen zu den Public-Test-Patch-Notes, also dazu, was haben die Entwickler alles gemacht in diesem Update, was jetzt bald kommt. Und ich vermute mal, wir haben jetzt den Test laufen, das dauert immer so 2-3 Wochen normalerweise und dann kommt schon das neue Update. Das heißt, wir haben jetzt heute auf meinem Kalender den 21.01. Das bedeutet eben, dass, ja, also praktisch Ende Januar, Anfang Februar ungefähr, dann das neue Update kommen wird. So, damit rechne ich. So, und ich hoffe, ihr könnt es gut lesen. Das ist jetzt hier von Shyla, die kennt ihr ja, die macht eine ganz gute Öffentlichkeitsarbeit bei Grounded, bei Obsidian Entertainment, und die schreibt uns jetzt, was gibt es Neues. Also, gehen wir es mal in der Reihe durch. Ich versuche das möglichst gut zu erklären, damit ihr wisst, was alles kommt. Und wo das kommt, das blende ich euch ein. Ich versuche mal so ein Bild einzublenden, damit ihr eine Karte seht, wo was neu kommt. Ne? Im Grunde, da wisst ihr, wo der Barbecue-Grill oder wo der Grill umgekippt ist. Dahinter, da wird ein neues Gebiet entstehen. Naja, das werdet ihr schon sehen. Also, was wird es geben? Es wird ein Barbecue-Spill geben. Das ist eine heiße Gegend. Da liegen auch heiße Kohlen dann, bei denen man super vorsichtig sein muss. Die darf man nicht zu nahe, man darf sich da nicht zu nah annähern, sonst wird man sofort sterben. Und da dieses Gebiet wird sehr spannend sein, um sich das mal in Ruhe anzuschauen. Ja, da sind dann Ashy Wastelands, also so, ne, da liegt eine Menge Asche rum und dazwischen glühende Kohlen. Da hat man wahrscheinlich so ein, ja, Kohlen auf den Boden geschüttet in so einem, wie so ein Lagerfeuer, und dann brennt da alles vor sich hin und man kann dazwischen durchgehen. Das wird eine Menge, Nervenkosten, denke ich mal, wenn wir da durchlaufen, weil wir da nicht sterben wollen. Ne? Ich werde es mal ausprobieren für euch. Ne? Wir werden das zusammen machen. Ja, dann gibt es noch hier diese Chat-Surroundings. Da gibt es auch eine Menge Gegenstände, neue zu entdecken und so weiter, steht ja hier. Ne? Neue Kreaturen gibt es da und so weiter. Das wird auch in der sein. Da gibt es einen Woodpile, also so einen Holzstapel. Ne? Da kann man wohl auch reinlaufen dann irgendwie. Da gibt es auch hier, because you are lumber deeper down the halls. Das heißt, and you will quickly realize you are not alone. Das bedeutet, dass man da drin nicht allein ist. Da wird es wahrscheinlich dann auch eine ganze Menge neue Tierchen geben, die einen angreifen. So, jetzt kommen wir schon zu den neuen Tierchen. 10 neue Additional Bugs, also 10 neue Käfer wird es geben. Es wird Termiten geben.
Es wird eine Soldier-Termite geben, also so eine Wächter-Termite. Es wird eine Ladybug-Larva geben. Was das ist, bin ich mal gespannt. Ladybird wird es geben. Black Ox Beetle, ich glaube, das ist so ein Hirschhornkäfer. Ja, Roly-Poly kennen wir ja. Not Sickly. Achso, der ist nicht krank, einen gesunden Roly-Poly. Okay, der Roly-Poly, also der, den wir bisher kennen, der war ja irgendwie krank, der ist dann nicht krank. Green Shield Bug, was das genau ist, ich weiß nicht, ist das so ein Goldrandkäfer oder so? Also ein, der hat so einen grünen Rand, muss ich sehen. Eine Dust Mite, ne? Ein Scarab, oh Mann. Und ein Infected, oh Gott, ein Infected Wolf Spider, also eine Wolfsspinne, die infiziert ist, die dann krank ist, die ist dann bestimmt besonders lieb, ne? Werden wir uns anschauen, ne? Worauf ich mich super freue, es wird neue Gegenstände geben, die man herstellen kann, nämlich neue Waffen. Tier 3, ne? Schon Tier 3 Waffen, eine Termitenaxt, ne? Super gut. Das höchste, was wir jetzt im Moment hier haben, ist die Insektenaxt, genau. Und das wäre dann praktisch Tier 2 und Tier 3 ist dann die Termitenaxt. Da wird es einen Black Ox Hammer geben. Das wird wahrscheinlich dieser Hirschhornhammer sein. Tier 3. Den braucht man bestimmt auch. Ich ahne es schon. Die braucht man dann bestimmt auch, um bestimmte Gegenstände dann zu ernten, zu bekommen, dann in dem Gebiet. Ne? Es wird bestimmt auch noch andere Waffen geben. Termiten Chest Armor. Ja, es wird neue Rüssi geben. Splinter Arrows. Das wird neue Pfeile geben, New Secret Weapon. Oh, eine geheime Waffe. Ich weiß auch schon, was es ist, aber ich verrate es noch nicht. Das zeige ich euch dann. New Set of Base Flares, Burr Feet. Okay, das sind so neue Bodenplatten irgendwie, ja. Und zwei neue Mahlzeiten. Okay, eins gibt's jetzt schon und dann das andere gibt's dann im Update. Okay, zwei neue Mahlzeiten, keine Ahnung, das werden wir sehen. Neue Features, was ist das? Aha, also es wird neue Feldstationen geben, die kennt ihr ja. Und da wird es eine Suchstation geben, wo man bestimmte Ressourcen im Garten finden kann. Ja, man kann da so einen bestimmten Knopf umlegen im Hedge Lab. Genau, und dann wird dieses Surveyor System durch den ganzen Garten hindurch eingeschaltet. Ja, man muss das erst aktivieren im Hedge Lab, ne? Genau, da bin ich mal gespannt. Also im Hedge Lab das ist das Heckenlabor, ne? Genau, also diese besonderen Suchstationen hier, Survey Stations, die gibt's dann in den Feldstationen. Genau, was haben wir noch Neues? Analyze resources to be able to survey for them. Okay, wenn man die die Ressourcen, die Sachen, die man finden kann halt, ne? Wenn man die analysiert hat, dann kann man die dann auch suchen. Genau. Und jede Suchstation hat dann bestimmte Möglichkeiten, im ganzen Garten das alles rauszufinden. Was haben wir denn hier noch? Man kann auf der Karte dann markieren, wo es eine bestimmte hohe Konzentration von besonderen Ressourcen gibt. Das habe ich mir ja immer gewünscht, ne? Dass man praktisch auf der Karte markieren kann, was ich besonders viel brauche oder damit ich weiß, wo es zu finden ist. Wenn man zum Beispiel mal an Quarzit denkt oder so, dann kann man dann so einen Punkt machen und dann weiß man, hier ist ganz viel Quarzit und erkennt das dann auch sofort, ne? Das ist auf jeden Fall super. Das kann man gut brauchen. Ja, man kann nach allem suchen, nach allen analysierten Material suchen, sogar Insektenteile, ne? Super. Das wird total gut. Also eine neue Suchfunktion in diesen Feldstationen, ne? In den Feldstationen, wo man bis jetzt nur analysieren konnte. Genau. So, was wird's denn noch geben? Custom Game Options. Also, ja, man kann jetzt die Game Options, man kann die jetzt so weit personalisieren quasi, dass man eine ganz neue Erfahrung bekommt beim Spielen. Ja? Man kann so viel einstellen jetzt, was man bis jetzt nicht konnte. Man kann eben Custom Game Option in der Lobby Screen einschalten und dann kann man alles Mögliche einstellen. Die Schwierigkeit, dass alle Rezepte freigeschaltet sind von Anfang an, wo die Käfer, ob die Käfer überhaupt kommen oder nicht. Dass die Käfer die Spieler in Ruhe lassen, dann kann man nur noch bauen, ne? Dann kann man sagen, okay, ich möchte nur bauen, ich möchte gar nicht kämpfen, dann hat man das auch. Wie die Gebäude halten und so weiter. Die Quests kann man freischalten. Wie der Schaden auf Spieler ist. Friendly Fire kann man, ne? Kann man ein- und ausschalten wahrscheinlich. Also wenn man mit mehreren spielt, ob man dann getroffen werden kann von seinem Freund oder nicht und ob das dann Auswirkungen hat oder nicht.
ob die Haustiere irgendwie sichtbar sind oder nicht. Man kann Hunger und Durst einstellen, Stamina kann man einstellen, also Ausdauer. Man kann die einstellen, wie lang die Gegenstände halten, ne? Durability. Man kann einstellen, ob das Essen schlecht werden kann. Man kann Menus, Pause Game, okay, so Pausen, Menüs einstellen. Backpack Items on Death. Ah, okay. Man kann einstellen, was hat man, man kann es besonders hart dann einstellen, ne? Man kann es einstellen, was kann man einstellen, was kann man, was hat man in seinem Rucksäckchen, wenn man gestorben ist, ne? Kann man einstellen, Backpack Items on Death. Also wenn man stirbt, was ist dann im Rucksack drin? Ja, ich hoffe, das hilft so ein bisschen. Ich versuche es gerade hier so live zu übersetzen. Ich habe das auch so nur zwei, dreimal gelesen. Okay. Peep R Mode, das ist auch neu. Peep Resonance is a SCAP oder SCAB, Executable Feature Tuning, bla bla bla. Okay, also das bedeutet, ich glaube, das ist wie so eine Art Fernglasfunktion. Man guckt dann rein, Peep R, ne, und kann dann in eine bestimmte Richtung gucken und sieht dann irgendwas näher. Sieht dann so Wegpunkte dann besser, also diese Marker kann man dann besser sehen. Die werden dann irgendwie sichtbarer oder so. Das heißt, man kann einen Wegpunkt markieren oder setzen, indem man in die Richtung guckt und dann einen Knopf drückt. Das heißt, okay. Oder man kann einen Wegpunkt setzen, indem man die Karte öffnet und dann auf der Karte einen Knopf drückt. Okay, das ist also neu. Ja, das finde ich super, ne? Nicht mehr nur im Spiel quasi einen Wegpunkt basteln und den da hinsetzen, sondern man kann jetzt auch auf die Karte klicken und so weiter. Ja, super. Boah, jetzt muss ich mal einen Schluck trinken, sonst ist mein Hals taub, ne? Ja, danke schön, das war lecker. Was gibt's denn noch? There's a new menu to a selection of buildings, which allows you to customize the look of behavior of the building. Okay, da kann man noch einstellen, wie sich die Gebäude verhalten einfach, ne? Also diese Spinnenweben quasi. Ihr kennt ja diese Trampoline sozusagen. Die kann man einstellen, wie stark die sind und wie der Winkel ist, ne? Man kann die Laterne und so weiter und so weiter. Dann kann man einstellen, wie stark das Licht leuchtet und in welcher Farbe. Und dann, arme Dummies can be posed with any of the poses usable in Photo Mode. Also das finde ich auch sehr witzig. Ihr kennt ja diese Tonpuppen, wo man die Rüssi draufhängen kann und so weiter. Und die kann man jetzt in verschiedenen Posen hinstellen. Ja, finde ich auch sehr witzig, in verschiedenen Posen. Das heißt, dann kann man so eine Gitarrenwettbewerb-Pose machen zum Beispiel, ne? Und die, so kann man die dann da hinstellen. Und so steht die dann da, ne? Finde ich sehr witzig. Ja, was haben wir denn noch? Improved Data Page. The Data Tab in your SCAP menu has been improved to better organize and show new information. Okay, man bekommt eine bessere Informationen angezeigt bei dem SCAP Menü. Items and information will be categorized by where, okay. Okay, es wird kategorisiert, also man sieht die Items und die Informationen dazu besser in Kategorien angeordnet, dann kann man besser Sachen finden und so weiter. Das macht das Ganze besser spielbar, ja. Status Effect Display. Okay, man sieht auch mal Tooltips und so weiter. Das ist auch neu. Finde ich auch gut. Statuseffekte sieht man jetzt im Head-Up-Display, ne? Das heißt also im Spiel sieht man die nicht mehr nur unten links, wenn man jetzt irgendwie einen Effekt hat oder so, sondern sieht das auch oben drüber. Naja, und dann wird es noch so ein paar andere Sachen geben hier. Türkisch, Thai, Arabic and Japanese Language, also neue Sprachen. Das heißt, die Jungs verkaufen das Spiel jetzt auch weiter im Ausland oder so. Oder machen das da besser spielbar natürlich, ne? Craft Many, das ist auch cool. Dann kann man sagen, okay, ich stelle mir jetzt gerne irgendwas her. Und wenn ich jetzt davon gerne 5 auf einmal hätte, drückt man dann auf den Knopf Craft Many und dann macht er auf jeden Fall 5 auf einmal. Ne? Finde ich auch gut. Copy-Placed Building. Man kann ein Gebäude einfach markieren und dann kann man genau das Gebäude copy auf die andere Seite setzen und dann baut er genau das Gebäude nochmal. Oh, Wahnsinn. Das ist auch cool. Ja? Finde ich auch gut. Storage Hot Deposit. You can now hot deposit like items on storage buildings by holding interact on them. Okay. Hot Deposit heißt, man kann jedes Item in dem im Inventar deponieren. Mit Knopfdruck. Zack. Und dann ist alles in dem Storage drin. Ja. Und es gibt 8 neue Achievements. Okay, also 8 neue Sachen, die man bekommen kann, was weiß ich, bester
Jäger von bestimmten Käfern oder so, ja. Okay, was habe ich denn noch? Chains Tuning ist so viel Neues, ne, wieder. Da muss ich eine ganze Menge erzählen und meine Stimme geht weg, ne? Macht aber nichts. If players die with a bow equipped, the equipment ammo type will carry over when respawning. Das heißt, wenn ein Spieler stirbt, mit der einen Bogen dabei hatte, dann wird der Bogen auch wieder erscheinen, wenn er respawnt, ne? Also wenn er stirbt mit einem Bogen in der Hand, zack, habt ihr auch wieder einen Bogen in der Hand. Finde ich auch gut, ne? Genau. Und man kann jetzt zu jeder Tageszeit ausruhen und dann wird man 8 Stunden ausruhen. Aha. Okay. Man kann also jetzt nicht nur nachts schlafen, sondern auch tagsüber und dann immer für 8 Stunden. Dann regeneriert man sich ja auch. Und dann, wenn man 8 Stunden geschlafen hat, wird es aber wieder eine Zeit lang dauern, bis man sich wieder erholen kann. Also dann diese Wartezeit danach ist auf jeden Fall dann auch da, finde ich gut. Also nicht mehr nur schlafen nachts, ist auch eine Neuigkeit, die neu ist, auch für mich, ne? Das wird interessant, ne? Dann gibt es eine neue Kontrolloption, Added Level Camera on Sprint Option, okay. Also wenn man irgendwie läuft, sieht man eine neue Kameraoption oder eine neue Kameraversion oder so. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, aber ja, werden wir sehen. Okay, einige Kontrollen oder so, einige Einstellungsmöglichkeiten sind neu im Optionenmenü und so weiter. Ja, Mutationen, da gibt es auch Änderungen hier. Blade Master no longer repairs the durability of sports. Okay, also wenn man Blade Master anhat, ne, als Mutation, dann wird das nicht mehr länger die Schwerter Haltbarkeit reparieren. Das macht jetzt was anderes. Das reduziert jetzt die Ausdauerkosten beim nächsten Angriff, wenn man den aus... Okay, und Javelinier, das ist ja dieser Speer-Dingsbums, no longer slows down enemies, okay. Jetzt macht das nicht mehr so eine Bewegungseinschränkung von Feinden, wenn man trifft, sondern macht jetzt einen Damage Resist when proceed. Das heißt, reduziert praktisch die Schadenresistenz Feindes, Schadenresistenz, wenn man die ausübt. So. Oh Mann, was gibt's denn noch Neues? Accessibility. Added wide interaction option when allows players to interact with... Oh, okay. Ich glaube, das ist jetzt nicht so mega wichtig hier, ne? Ich glaube, das lasse ich mal so ein bisschen weg. Das ist vielleicht interessant. Waffen haben jetzt... machen jetzt immer mehr Schaden, wenn man die in so einer Combo ausübt, ne? Also dann wird es einen anderen Schaden geben. Die erste Attacke, also der erste Angriff von einer Waffe, Combo-Waffen macht am wenigsten Schaden und dann wird es immer stärker und praktisch der Finisher, also der praktisch, der den Feind dann umhaut, der hat praktisch den größten Schaden dann, ne? Overall DPS, jetzt sind wir wieder bei DPS, ne? Overall DPS of a full combo is the same. Also im Grunde die gesamte Schaden pro Sekunde Geschichte der ganzen Combo, also ist die gleiche, aber eben die einzelnen Abschnitte sind anders, ne? Genau. Okay, das heißt also, das ist nicht mehr 100, 100, 100. 100 Schlag macht 100 Schaden, wieder 100 Schaden, 100 Schaden, sondern es ist jetzt erstmal nur 50, beim nächsten Mal 100 und beim Finisher 150, ne? Also der Schaden steigt. Insgesamt haben wir hier, sieht er ja, 200, 300, das sind auch 300, aber wenn man praktisch dann hier, jetzt mit der neuen Einstellung, Einstellung beim Kämpfen, wird es dann so sein, dass praktisch der letzte Schlag dann 150 Schaden macht und nicht mehr 100 wie vorher und der erste eben weniger, nämlich nur 50. So, ja, und dann gibt es eben Hammer, haben so eine Dry-Hit-Kombo jetzt und so weiter. Da müsst ihr euch das genau anschauen, ne? Da gibt es verschiedene Kombinationen, die man ausüben kann, wie man schlagen kann. Finde ich cool. Und jede Waffengattung sozusagen hat eine andere Schadenskurve, genau, damit die zu den anderen passen. Das wird auch ein bisschen angepasst dann. Aha, Shields, okay, verlangsamen nicht mehr die Bewegung, wenn man blockt, okay. Okay, Movement Penalty for Moving Backwards. Okay, wenn man zurückgeht, ist man nicht mehr langsamer irgendwie. Na, verstehe ich auch nicht so ganz genau. Crow Arrows, no apply, a bleed dot. Okay, und diese Federn, Pfeile von der Krähe, also Krähenpfeile sozusagen, haben jetzt so einen Blutungsschaden über die Zeit, ne? Oh Mann. Building Health Repair Tool.
Okay. Ich glaube, das lasse ich mal. Hier, das lassen wir mal. Das müssen wir uns später angucken. Im Spiel vielleicht auch. Jetzt, aber das finde ich nochmal wichtig. Die Waffen-Upgrades. Ne? Man kann die bis auf +9 pushen. Ne? Und wenn man +8 und +9 haben will, braucht man ein neues Upgrade-Material. Auf jeden Fall. Okay, man kann die also, habt ihr ja schon gesehen. Ne? Erstmal mit Quarzit und zum Schluss, dann gibt es noch so Spezial-Upgrades. Und das wird sich jetzt ändern. 8 und 9 braucht man dann wieder so ein Spezial-Upgrade-Material. Schaden und Ausdauer werden immer stärker pro Level. Genau. Okay. Has been reduced across the board. Okay, wird ein bisschen, also der Schaden und die Ausdauer pro Level wird ein bisschen reduziert. Und wenn man Waffen upgraden will, braucht man nur ein anderes zusätzliches Material, um sie zu reparieren. Okay. Also abgegradete Waffen brauchen anderes Reparaturmaterial. Das ist natürlich auch ein bisschen doof. Hat man sich so schön dran gewöhnt, ne? Aber okay. Also, was gibt's mit Türen? Base doors now properly safe and load with... Okay. Also, die Türen am Boden, also sozusagen die Eingangstüren, sichern jetzt richtig, das ist so ein bisschen speziell, ne? Und gebogene Türen öffnen jetzt immer nach außen und nicht mehr nach innen. Okay. Okay, das ist alles nicht so mega, mega wichtig jetzt hier noch. Improved CPU Performance, okay, das ist auch wieder besser, ne, wenn man riesige Dinger gebaut hat. Creatures, was haben wir denn noch? Slickly Roly-Polies are no longer drop sickly parts, okay, das ist neu. Also die kranken Roly-Polies lassen keine kranken Asselteile mehr fallen irgendwie. Okay, und wenn man den Dendelion-Taft benutzt, braucht man keine Ausdauer mehr. Crusty Roly-Poly Armor no longer craftable. Okay. Aha. A complete crusty set can be found hidden around the yard instead. Okay. Also es gibt ja dieses Crusty Roly-Poly Armor Set. Das wird nicht mehr herstellbar sein, sondern das kann man irgendwo finden. Und Antillion Armor now considered medium armor. Also okay, Antillion Armor, also diese Ameisenlöwen Rüssi ist jetzt eine medium Armor nur noch. Okay. Dann sind die ganzen Bugfixes, aber das lasse ich mal weg. Bugfixes lassen wir. Okay. Ja. Dann gibt es hier noch eine ganze Menge Public Notes von Shyla danach, nach 6 Stunden später. Aber das lassen wir mal. Das haben die dann alles noch angepasst. Aber das lasse ich jetzt mal sein. Okay. Ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen geholfen, um zu sehen, was es alles Neues gibt im Update 012, im Public Test. Zu Update 012. Ich denke mal, ich werde auch Rakis Welt in dieser Weise probieren und euch zeigen. Ja, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust habt, weitere lustige Videos von mir zu sehen, dann abonniert mich doch. Das freut mich immer. Und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Grounded News mit dem Raki. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.